Yo, was geht ab? Matze und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anonymous Analytics. Wir hatten den Wochenausblick, wir machen heute die Coin-Analyse. Am Freitag ist Q&A, Sonntag Livestream. Ich freue mich drauf. Wir wachsen. Wer es noch nicht getan hat, teilen, liken und verbreiten, Glocke rein. Und dann verpasst ihr vor allen Dingen auch nicht unsere Livestreams. Da freue ich mich immer besonders drauf. Letztes Mal hatten wir auch eine kurze Skyping-Session. Das wird doch fett. Und ihr wisst es, desto reißerischer das Thumbnail, desto rationaler die Analyse. Das nur vorweg, bevor wir wieder sich wieder welche das Maul zerreißen. Alles gut. Wir sind natürlich rationale Händler und sind nüchtern im Markt. So, eine Sache kurz vorweg wieder. Heute Morgen ein Setup im DAX gehabt. Hatten wir auf swissfox.com. Könnt ihr gerne 7 Tage kostenlos testen, denn da ist sowas, was wir halt mit den Livestreams am Sonntag machen, machen wir da jeden Tag und sind da zusammen. Forex und auch Krypto. So, aber es geht heute um den guten Bruder. Hier ist irgendwas Altes noch. Wir löschen mal den Kram raus. Gucken uns den erstmal im Monat. Ich habe schon einen Alarm. Erstmal im Monatschart an den guten Kollegen, denn das ist ja für uns immer das Wichtigste auch, um erstmal so ein bisschen Struktur in den Chart zu bringen. Wo sind wir, wo möchten wir hin? Ihr wisst es, ich mache keine Glaskugelprognosen, dass der Markt da hingeht und das überlasse ich anderen Profis. Mir geht es darum, Einstiege zu finden und Profite zu sichern auf den Metern, die realistisch vor uns liegen. So. Das heißt, hier sehen wir halt kompletter Abverkauf. Hier haben wir das Pullback-Level bei rund 14 Dollar. Das wäre, wenn man jetzt blind kaufen würde, wären es 100% alleine. Das ist doch schon mal eine Ansage. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir schauen uns hier unten sehr auffälligen Support gebildet. Dann nehme ich ihn mir so auseinander. Wo ist das letzte markante High im Markt? Das haben wir jetzt hier gebrochen. Gehen wir im Wochenchart, um mal so ein paar mehr Daten zu bekommen. Nia hat halt echt sick schon performt, wenn wir uns das so anschauen. Deswegen normalerweise nehmen wir die gesamte Bewegung für das FIB. Was ich jetzt hier aber machen würde, ist, wenn wir uns das von der Struktur so anschauen, ist, dass ich sage, hier hatten wir ein Swing High, da sind wir drüber gebrochen und haben jetzt ein neues High im Markt gebildet, hier oben. Deswegen würde ich sagen, das hier war eine dynamische Bewegung, die hat einmal hier die Liquidität geholt, da haben wir drüber geschlossen, plus wir haben über dieses High geschlossen, haben hier die gesamte Liquidität geholt und jetzt gerade dümpeln wir etwas. Ich zeige gleich in Ruhe, was ich damit meine. So, dann hätten wir nämlich von dieser Bewegung ein Korrekturlevel, würden dann hier ungefähr hingehen. So und so, um das mal so ein bisschen schöner zu machen. Hier ist jetzt halt das Erste, was mir auffällt. Wir hatten diesen Push nach oben, bärische Kerze nach unten und jetzt halten wir uns hier. Das heißt, für mich ist das hier gerade schon eine Art Widerstand. Denn zwei Kerzen bilden einen Support, zwei Kerzen bilden einen Widerstand. Also eine bullische, eine bärische, hier drüber ist ein Widerstand. Das ist so wie hier, nur wieder kurz zur Kerzenkunde. Zwei Kerzen bilden einen Support, also eine bärische, danach kommt die starke bullische, das heißt, hier hat sich ein Support gebildet. Hier zwischen, deswegen mögen wir diese glatten und langen Bewegungen, dazwischen kann der Markt sich nicht halten, deswegen sind das immer die Bewegungen, wo der Markt dann dynamisch wird, so wie bei diesen Blöcken, also so wie bei diesem Impuls, dann nach unten bestätigt. Hier sieht man, wie der Markt ausbricht, wir legen das FIB drauf. Er läuft wieder rein und wir können dort long. So können wir uns den wieder auseinandernehmen. Und so machen wir es halt jetzt gerade auch bei ihm. Wir gucken uns mal im Daily an. Im Tageschart machen wir uns den Block mal etwas kleiner, ziehen den hier dran, machen uns diese Struktur etwas kleiner. Hier sieht man auch schon besser, dass wir hier diesen Push nach unten hatten und hier dieser erste bärische Block entstand. Wo wir einmal reingedippt sind, sind nach unten gekommen, wieder rein. Das heißt, theoretisch, wenn man sich das so anschaut, sieht man hier gerade, dass diese rauspieksenden Highs niedriger werden, was halt ein Zeichen dafür sein könnte, dass wir nach unten gehen. Was ich hier halt auffällig finde, ist diese zwei Lows auf gleicher Höhe.
Denn das ist häufig ein Zeichen dafür, dass sich hier Liquidität sammelt, dass sobald der Markt hier einmal drunter fischt, es weiter nach unten geht, weil hier halt der Support sieht zu auffällig aus. Das heißt, wenn wir jetzt hier weiter runter segeln, wäre das ein gutes Zeichen dafür, dass wir einen Strukturbruch haben, weil im Moment können wir es nur beim Trading, sagt man ja, dieses antizipieren, wenn wir uns das von der Struktur her anschauen. Hatten wir dieses High, dann würde ich sagen, das hier ist das Low und das hier, entweder das oder das, also generell in diesem Bereich kann es nur das Lower High sein, wenn wir auch das nächste Low gebrochen haben. Das ist wichtig, weil im Moment sind wir noch in der Aufwärtsbewegung. Das heißt, wenn wir hier drüber gehen, wird das automatisch wieder zum nächsten Level. Wenn man versteht, so müssen wir uns das denken, so müssen wir die Strukturen auseinandernehmen. Das heißt, momentan ist es noch ein Antizipieren, wir bleiben hier hängen. Glaube aber, dass wenn BTC vor allen Dingen mit Druck gibt, dass wir hier drunter brechen und dann Richtung 5 Dollar segeln. Das wären von hier aus auch nochmal knackige 30% off, die wir uns dann gönnen würden. Andernfalls sollten wir hier ausbrechen. Verfällt das Setup natürlich, was für mich überhaupt keine Rolle spielt, weil wir dann einfach unser FIP nachziehen, dann setzen wir wieder hier unser FIP an, nur mal kurz, um es theoretisch zu zeigen. Um das FIP dann so nachzuziehen, hätten wir dann wieder ein neues Pullback-Level, je nachdem, wo er hinläuft. Ich mache bald ein Bootcamp, auch bei uns auf SwissFox, wo ich diese ganzen Sachen auseinandernehme. Deswegen, wer da Bock drauf hat auf diese Thematik, gerne 7 Tage kostenlos testen. Aber hier ist es halt wichtig, dass wir die Strukturen erkennen und die auseinandernehmen. Das heißt, ich habe hier meinen Alarm bei 5,50, damit ich früher reagieren kann, wenn etwas passiert, um mir halt die richtigen Strukturen aus dem Markt zu ziehen. Also viel mehr gibt es da auch gerade nicht. Das heißt, ich habe meine Level, ich bin vorbereitet. Alles, auf was wir jetzt warten müssen, dass ein Alarm klingelt, dass BTC den nächsten Move macht, und wir können uns eindecken. Deswegen, easy Sache. Wir machen morgen das Q&A. Sonntag sehen wir uns im Live. Vielen Dank. Wir hören uns. Bis dahin. Peace.